Hallo Leute, ich bin jetzt wieder draußen. Wie ihr seht, schneit es mal heute, also ist richtiges Winterwetter. Und heute habe ich vor, mir improvisiertes Gear zu bauen. Bleibt dran. So sieht mein Lager aus. Also schon ziemlich zugeschneit. Aber da drin ist noch trocken. Ist ja schön. Kann man sich mal reinsetzen und eine Pause machen. Also der Schnee ist, ich guck mal kurz, mit einem Stock. Hier, wenn man sieht, ja, schon ein bisschen dick, aber im Moment ist es wieder wärmer geworden. Da taut es jetzt schon ein bisschen leicht, aber für die nächsten Tage soll es noch kälter werden. So, heute ist Tag 2. Also gestern habe ich mir hier noch die zwei Stecken geholt, aus denen die Skier werden. Sind ein bisschen länger als ist, also ein bisschen größer. Haben so einen Durchmesser von ungefähr 7 cm und ja, aus denen werden dann die Skier gebaut. Was ich noch ganz interessant fand, was ich gesehen habe, ist, dass hier anscheinend irgendwelche Tiere auf dem Dach rumlaufen. Ja, von da hinten kommst du, laufen da drauf rum. Was die da wollen, weiß ich auch nicht. Naja, stabil genug ist es ja. So soll das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Ja, ich überlege mir gerade, ob ich die Holzstämme spalte oder lieber mit meinem Beil abflache. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das mit dem Spalten so funktioniert, wie ich will. Na, ich probiere es mal einfach an einem. Dann kann ich es ja sehen. Ich habe jetzt angefangen, hier am Ende zu spalten. Und dazu benutze ich auch noch so ein paar Spaltkeile. Ja, mal sehen, ob es funktioniert. Das mit dem Spalten hat nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Jetzt tue ich es halt mit der Axt so flach machen, wie ich es haben will. Dauert halt länger. Ich habe den Ski jetzt hinter mir an den Baum gestellt, da kann ich besser arbeiten. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Also es hat jetzt bestimmt über eine Stunde gedauert und ja, ist ziemlich schwer, das gerade hinzubekommen. Und ja, er ist noch ein bisschen kürzer geworden, das Ski. Jetzt werde ich den noch halt schön glatt machen und die Unterseite wird dann noch abgerundet. Jetzt wird die Unterseite noch abgerundet. Thank you.
So sieht es jetzt unten aus. Also es ist hier abgerundet. Und jetzt wird das Ganze nochmal beim nächsten Stamm gemacht. Also jetzt kommt der zweite Ski. Der zweite Ski ist jetzt auch grob fertig. Muss ich noch abrunden unten. Und ja, es ist richtig sonnig geworden. Als ich zu Hause geguckt habe, war es minus 4,2 Grad. Und da sieht man mal, wie viel ich da abgehakt habe. Jede Menge. Da hinten ist auch noch was. Die beiden Skis sind jetzt soweit fertig. Jetzt habe ich hier noch was aufgezeichnet. Das werde ich mir jetzt noch hier so zurechtschnitzen. Nämlich hier wird später eine Schnur dran gebunden, die die Skispitzen nach oben hält. Die werden über dem Feuer gebogen. Und hier unten tue ich die noch abrunden. Ich habe jetzt alles fertig geschnitzt. Und als nächstes werde ich dann ein Feuer machen, um die Spitzen nach oben zu biegen. Muss ich aber erst noch die Feuerstelle vom Schnee befreien. Das Stück Harzholz hier habe ich von jemandem geschenkt bekommen und ich denke, heute kann man es bestimmt gut verwenden bei dem Wetter. Ich werde jetzt versuchen, mein Feuer mit einem Handdrill anzukriegen. Also vom Wetter her wäre eigentlich Eskimo Trap Drill besser geeignet, aber ich probiere es mal. Mal sehen, wie das jetzt ist in dem Kalten. Also eine Glut haben wir, ging eigentlich nicht schwerer als normal. Ich zeig's mal kurz. Jetzt gebe ich es ins Zündernest.
Licht, ja, Feuer. Ja, es hat geklappt, wie ihr seht. Das Feuer tue ich jetzt mal ein bisschen füttern mit dem Harzholz und so. Hier ist so ein harziges Stück von einer Fichte. Ich will mir jetzt noch ein bisschen Wasser für den Tee holen. Da wir ja jetzt Schnee haben, kann ich das ja auch zu meinem Vorteil nutzen. Ja, ich tue es dann immer wieder auffüllen. Feuer brennt jetzt gut. War doch nochmal ein Kampf, das richtig anzukriegen. Nämlich zwischendurch hat es nochmal kurz, ich sag mal, nachgelassen, gut zu brennen. Aber jetzt geht es nicht mehr aus. Garantiert. Ich halte jetzt den Ski über das Feuer, um ihn biegsam zu machen. So, jetzt habe ich die Spitze nach oben gebogen. Dazu habe ich hier eine Kerbe reingestützt. Dann war da ein kleines Loch und ein Stock. Der bekommt oben so eine Nut. Und unten wird er halt so gestützt, dass er unten in das Loch passt. Da wird dann eine Schnur gespannt, bis das Ganze halt gespannt ist. So sieht es aus. Bei dem ist es leider hier unten gebrochen, eingerissen. Aber ich guck mal, ich glaube, das macht nichts. Nämlich, es ist immer noch stabil. Und da drauf tut man ja eh nicht stehen an der Stelle. Also denke ich, das ist egal. So, heute haben wir Tag 3. Also gestern habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich habe bloß nur noch hier da, wo die Schnüre unten an den Skis vorbeigehen, habe ich mit Harzkleber alles versiegelt. Der Riss sieht jetzt auch nicht mehr so schlimm aus. Ist ziemlich flach. Ich habe es noch abgestützt ein bisschen und alles zu. Und dann habe ich es halt hier versiegelt. Und das war's dann auch schon. Also ich bin jetzt fertig soweit. Ich habe meine Schuhe da gerade mit so ein bisschen Schnur dran gefunden. Also irgendwie halt, ich weiß nicht genau, wie, ob man das noch besser machen könnte oder nicht, aber es hält auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir hier noch so zwei Stöcke geholt. Und die werde ich jetzt so unten so klein bisschen anspitzen. Jetzt werde ich die Skis mal testen. Also hier ist eine Stelle, wo es tiefer ist als sonst, da kann technisch jetzt auch was. Aber sieht schon, bringt was. Thank you.
Eis geht's auch gut. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Hat Spaß gemacht, so ein paar Skis mal zu bauen. Und auch zu testen vor allem. Und ja, über Kommentare, Daumen hoch oder neue Abonnenten freue ich mich natürlich. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Tschüss. Macht's gut.